Ja, mein Lieben, herzlich willkommen zurück. Wir sollen uns mit Hanako im Embers treffen. Und? Es gibt bis einen Punkt, an dem du kein Zurück mehr gibst. Wenn du das hast, bei dir werden alle noch nicht beendet und alle nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen. Oh. Warte mal, du bist einen Punkt angekommen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein. Okay, sie sind also danach noch verfügbar. Okay, dann machen wir das so. Das ist der Point of No Return, den ich ja schon erwähnt habe. Das Gute ist, wenn wir mit der Hauptkampagne durch sind, können wir uns jederzeit wieder hierhin zurück teleportieren lassen. Gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Chill mal bitte für 2 Sekunden. Wir gehen rein, reden, gehen raus. Das war's. Hanako-sama ga omachi da. Ich weiß nicht, ob ich... Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Ja. Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Macht, Geld. Weißt du, was das war? Macht. Familie. Ah, knapp vorbei. Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Mhm. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck, als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat dir kein Wort. Du scheinst mir nervös. Ist irgendwas? Ich weiß nicht. Dieser AV ist schon 3-mal vorbeigeflogen. Glaubst du, jemand verfolgt dich? Keine Zeit für Ablenkungen. Hast du Soulkiller dabei? Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten,
hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City. Unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Siehst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Sprich's ruhig aus. Das macht's leichter. Ich will ihn bestrafen. Zu schwammig. Du willst ihn tot sehen. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama. そろそろご自宅にお戻りいただいて すぐに住むわ Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting eingerufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, ha? Huh? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Mannschaft schlecht mache? Nenn mich verrückt. Ich muss bald zum Aber Umwelt, das klingt nach Selbstmord. Damit niemand Verdacht schafft. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Nehmen wir an, es klappt. Was dann? Du übernimmst den Arasaka-Thron? Wie kommst du denn darauf? Ich ging davon aus. Außerdem hat Takemura gesagt, es war ohnehin geplant, dass du Yorinobu in Night City vertrittst. Jeder sollte wissen, wo er hingehört. Wie? Das hat mein Bruder nie verstanden. Ich weiß es. Und will daran auch nichts ändern. Du willst nicht oder darfst nicht. Immerhin bist du eine Frau. Ich entscheide über mein Schicksal. Das solltest du auch. Also? Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Definitiv. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ah, ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Was mache ich denn? Ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Ich hab dich gefragt und dich gewarnt, aber du willst ja nicht zuhören. Und jetzt benutzt dich die Porzellanpussy für ihren kleinen Plan. Hast du ein Problem damit?
Das ist es doch, was wir wollten. Wir der Zugang nach Mikoshi? Ja, und am Saka Tower. Und was bringt uns das? Was verdammt bringt uns das? Du willst nicht mit Hanako arbeiten? Verstehe ich. Will ich auch nicht. Warum gehen wir die Sache nicht ganz altmodisch an? Wir rufen ein paar Leute an, schnappen uns Waffen und treten die Tür zum Arasaka Tower ein. Du willst einen Direktangriff auf den Saka Tower? Bist du bescheuert? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Aber, Johnny... Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Ja, Und tschüss. Bin ich? Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Weg. Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Ach. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Nick. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spüre wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Und ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ich weiß, Vic. Ich versuch's. Bald. Nein. Du tust es jetzt. Siehst du das Zeug da drüben? Aha. Dort findest du etwas, womit du es auf deine Art zu Ende bringen kannst. Wenn du die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe schaffst, liegt der Rest allein in deiner Hand. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Auf deine Art, hm? Sehr subtil, Doc. Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Mhm. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden.
er hat gewonnen. Oh, du hast es gehört. Ist er wieder aufgestanden, dieser Walsh? Nein, tut er nie. Was meinst du? Ist eine Wiederholung. Gucke ich immer mal an. Warum hast du dich dann so aufgeregt, wenn du wusstest, wer gewinnt? Keine Ahnung. Vielleicht denke ich einfach nur gern darüber nach, was Walsh falsch gemacht hat. Und das wäre? Gegen einen Stärkeren in den Ring zu steigen. Aber das als Fehler zu bezeichnen, wäre komisch. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleiner. Hey, Vic, ich habe deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay. Ich glaube, Vic hat eh die Schnauze voll von mir. Sei ihm nicht böse. Seine Chakren sind heute blockiert. Und er hatte zu viel Kaffee. Und lass mich raten, meine Aura stört. Mhm. Fürchte, ja. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt über diesen Point of No Return weg. Jetzt zählt es, alle fünf Enden zu bekommen. Also wir werden wohl, wenn ich das richtig mal gelesen habe, immer wieder zu diesem Punkt zurückteleportiert. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Müssten ja eigentlich alle anderen Missionen, müssten ja... Mission fehlgeschlagen. Wie ist das, die fehlgeschlagen? Ich dachte, man kann die nochmal machen. Also ich werde definitiv jetzt einmal bis zum Ende spielen, dann werde ich eben den Speicherstand zurücksetzen, notfalls, und werde dann alle Nebenmissionen... Achso, abgeschlossen. Und, und werde dann alle Nebenmissionen machen, da ist ja noch einiges offen. Wir werden jetzt aber einmal bis zum Ende... Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken, ha? Huh? Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow. Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken.
wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Nein. Nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Ja. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt sind wir hier, zusammen, und genießen den Blick auf Night City. Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr erlebe, wie alles endet. Du bist der, der die einzig verbleibende Option ablehnt. Mit solchen Monstern zusammenarbeiten? Ums Verrecken nicht. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Warte. Gib mir noch eine Minute. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich. Ein für alle Mal. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Okay, war eine dumme Idee. Vergiss es einfach. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Ja, aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wenn du es merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt... Ich will einfach da sein. Alles merken. Ja, doch ein ganz Wir netter. Sehen uns in Mikoshi. Johnny? Johnny okay. Ist weg. Nur ich. Endlich. Dein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja. Seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Glaubst du, Yorinobu weiß was? Vieles hätte ihn hellhörig werden lassen können. Es gibt keine andere Erklärung, mich hier festzuhalten. Nicht gut. Was jetzt? Wir können nicht mehr warten. Ich muss hier weg. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Okay. Also wie gesagt, wir werden jetzt diesen einen Weg bis zum Ende spielen. Dann werden wir wieder zurückgehen und alle Nebenmissionen machen. Und dann alle anderen Wege... alle anderen Wege nehmen. Es gibt wohl 5 plus ein verstecktes. Das heißt, ich werde da aber nachschauen müssen, wie die anderen gehen. Bist
du das, Vi? Oder? Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein, wir warten zusammen. Wen haben wir denn hier? Das ist Mr. Brightman. Wir haben den Kleinen im Müll hinter der Klinik gefunden. Ich glaube, er vermisst Jackie. Nicht nur er. Oh, süß. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, Vi. Der Narr. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach der Vi, die ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay, definitiv Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Tod. Der Teufel. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Das ist kein Witz, Vi. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung, Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, Vi. Der Mond steht für Rätsel. Ich glaube, mein Taxi ist da. Ich glaube, das ist für dich. Warte, ist das eine Arasaka-Limo? Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und... Jetzt arbeitest du für die? Meinst du, ich weiß das nicht mehr? Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber ich hatte keine Wahl. Verrat an einem Freund kannst du nicht rechtfertigen. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Du hast dich verändert. Zum Schlechten. Ah. Hier landet also Arasakas beste Technologie. Hellmann. Charmant. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Genau. Hat gerade vorhergesagt, dass ich dir deine Fickfresse poliere. Du erinnerst dich doch noch daran, oder? Oh ja. Aber ich weiß auch noch, worüber wir damals geredet haben. Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst. Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben zwei Atombomben im Arasaka Tower. Wieso zwei? Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Johnny ist gerade mit Blockern unterdrückt. Und Arasaka ist mir egal. Für mich geht's hier um Leben und Tod. Ich hab dich im Auge. Fahren wir. Wir sind fast da.